Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Wir hatten heute Morgen beim Opening konsentiert, dass Prävention als Investment zu sehen ist. Das sehe ich auch so. Gleichwohl gibt es Handlungsbedarf mit dem Ziel, die Regelversorgung zum guten Funktionieren zu bringen. Wir werden jetzt dann nur einen Teil der Folien sehen. Die werden ja dann im Internet zu sehen sein. Und meinen Vortrag, den kürze ich jetzt auch ein. Der wird dann auch im Internet zu sehen sein. Eingangs gesagt, wir hatten heute Morgen den Konsens, dass es ein Investment ist, sich mit Prävention zu befassen. Diese Auffassung teile ich, aber unsere Aufgabe als gesetzliche Krankenversicherung besteht ja darin, das Regelversorgungssystem am Laufen zu halten von unserer Seite her. Und wenn das gut läuft, dann ist es auch in Ordnung. Und da gibt es noch Handlungsbedarf. Jetzt müssen wir mal gucken. Den werde ich jetzt in den Punkten 3 und 4 darstellen. Die Punkte 1 und 2 lasse ich weg. Wir haben in der Ausgestaltung der ambulanten Versorgung von Palliativpatienten im Rückblick das Jahr 2003 als einen wichtigen Punkt für Deutschland, denn dort wurde die Empfehlung des Ministerkomitees des Council of Europe an die Mitgliedstaaten zur Strukturierung der palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Versorgung verabschiedet. Dabei wurde eine Unterscheidung der allgemeinen und der spezialisierten Versorgung getroffen. Spezialisierte Versorgung heißt für uns, dass solche Leistungen von qualifizierten Ärzten und Pflegefachkräften erst dann als anerkannt spezialisiert erbracht werden, wenn sie mehr als die Hälfte ihrer Berufstätigkeit ausmacht. Insgesamt war mit der Empfehlung des Ministerkomitees unter anderem auch die Erwartung verbunden, gerade Krebspatienten in ihrer letzten Lebensphase durch eine spezialisierte Versorgung ein schmerzfreies Verbleiben in häuslichen Verhältnissen zu ermöglichen. Im Juli 2007 wurde diese Empfehlung umgesetzt und mit dem komplizierten GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde die Leistung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung eingeführt. Nun ist mit einem neuen Gesetz im Dezember 2015 mit dem Hospiz- und Palliativgesetz die Einführung einer besonders qualifizierten und koordinierten Palliativversorgung beschlossen worden. Diese zielt auf eine Verbesserung der hausärztlichen Versorgung von Palliativpatienten ab, solange eben kein Bedarf an spezialisierter Versorgung besteht. Das besondere Engagement des Gesetzgebers in Deutschland zur Strukturierung der Palliativversorgung beruht unter anderem auf der Zielsetzung, keinen Bürger in die Zwangslage zu versetzen, sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen zu müssen, um vorzeitig aus dem Leben zu scheiden. Dies zumindest nicht allein aus Gründen einer unzureichenden Schmerzbehandlung. Ich komme zur Versorgung von Schmerzpatienten im Krankenhaus. Schmerzpatienten im Krankenhaus sind entweder schon da, weil sie Schmerzen haben, oder sie haben Schmerzen infolge einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus, Klammer auf, die sie eigentlich nicht haben sollten, Klammer zu. Die Versorgung von Schmerzpatienten erfolgt häufig durch die Abteilung für Anästhesie als Mitversorgung. Spezifische Abteilungen für Schmerzmedizin werden sicherlich als Zentrum für dieses Querschnittsfach Schmerzmedizin denkbar, sind aber nicht als eigenständige Abteilung im Krankenhausplan der jeweiligen Bundesländer ausgewiesen und ausweisbar. Grund dafür ist, dass die Abteilungsgröße in einem Krankenhaus nur dann aufgenommen wird, wenn eine Facharztqualifikation für das gesamte Fachgebiet da ist. Und die Schmerzmedizin ist in Anführungszeichen eben nur ein Teilgebiet. Es gibt Bemühungen in den Krankenhäusern, allerdings im Verbund mit der multimodalen Schmerztherapie eine funktionierende Organisationsform für das Querschnittsfach Schmerzmedizin zu betreiben.
Diese Strukturen werden dem Vernehmen nach jedoch aus Gründen eines zu geringen Refinanzierungspotenzials bereits wieder abgebaut. Der VDEC, also meine Heimat, hat für die Analyse hierzu der Deutschen Schmerzgesellschaft seine Unterstützung zugesagt. Damit möchte ich schließen und für die Aufmerksamkeit danken.